fand ich jetzt genau richtig. Und dann kann es eben losgehen. Der Ball rollt. Fortuna gegen den ersten FC Köln. Diekmann wieder. Owusu. Und da ist Timo Horn das erste Mal gefordert. Natürlich muss er den Ball haben. Schöner Drehschuss. Aber er hat ihn eben auch ganz sicher. Ungenaues Anspiel, aber keins kann den Ball unter Kontrolle bringen. Guter Ball, Modest, kommt er dran, nimmt den runter, Schuss, und das war eine gute, gefährliche Aktion von Anthony Modest. Da kann noch nicht alles funktionieren, tut's auch nicht. Mbongo jetzt nochmal hat sich durchgesetzt. Nicht der Schnellste, aber er kriegt Hilfe, entscheidet sich dann aber abzuspielen. Owusu legt quer und dann verpassen sie alle. Guter Ball da von Hübers, wenn ich das richtig gesehen habe, steigt hoch. Da war jetzt mal entschlossenes Stören vom FC, Hector. Und da ist der Ball drin im Tor. 36. Spielminute, Salih Özcan macht hier den Führungstreffer für den ersten FC Köln. Hat ein bisschen Glück, dass der Ball da wieder vor seine Füße fällt, ansonsten macht er es klar. Schindler raus. Ja, gut. Den nimmt er gut mit und Abschuss von Schindler. Das macht er richtig gut. Und André Weiß, der Fortuna-Keeper, kriegt er die Hände an den Ball. Auch der. Majombe. Okay, gefährlich. Vertändelt er den Ball. Und Uth. Profitiert von diesem schlampigen Auftritt von André Day. Ja, Marc Uth, Sprechchöre hier im Stadion. Ich hoffe, ihr hört's. Der Rückkehrer macht sein Tor in der 54. Spielminute. Najombe geht mit. 4 gegen 4, wenn es schnell geht. Raus auf Marquet, rein in den 16er. Kommt er dran, am Torwart vorbei, Torschuss. Und dann steht noch einer vom FC auf der Linie oder kurz davor. Sunaja, gute Ballmitnahme, jetzt vielleicht mal zieht ab und Horn taucht ab. Hanafi wäre auch so nicht an den Ball gekommen, weil Kastrop gut aufgepasst hat. Schneider, gute Flanke. Taucht da vor dem Tor völlig frei auf. Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, war er da noch dran? Der Lemperle, oder ist der Ball so durchgegangen? Gucken wir uns jetzt noch mal in der Zeitlupe an. Scharfe Flanke, ach, schwer zu sagen. Im Zweifel, ich würde sagen, da war er noch dran, der Lemperle, und hat den Ball ins Tor. Schindler raus auf die rechte Seite, nochmal rüber zu Drexler. Im 16er, spielt nochmal ab, sucht. Marc Uth findet ihn. Drexler zieht ab, schlänzt den Ball ins Tor. Wunderschönes Tor. Hat er sich genau angeguckt vorher, wo der Ball hin soll. Felix Bühr hat das wahrscheinlich auch gesehen. Konnte aber einfach nichts mehr machen. Hat gar nicht reagiert. Bono nochmal. Und da ist das Spiel vorbei. Standesgemäß schlägt der erste FC Köln Fortuna Köln mit 4:0.